Kapitel 6 Beschädigte Güter. Hey, Kleine, aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Hoon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Wir können aber gut klettern. Wer seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Na? Komm mit. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Niemand da. Öko ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Die Valois dahinter, oder was? Wir müssen den Weg freiräumen. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Und das ist erst der Anfang. Das war's mit den Speeren. Ja gut, mach dich bereit. König Edward muss den Rückzug anordnen. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Pass auf die Flaschen auf. Oh, das sagst du mir. Was war das? Störfriede, schnapp sie! Wahrscheinlich nichts. Immer wachsam bleiben, sie sind gefährlich. Ich bin aber gegen keine Flasche gekommen. Bleib unten, ist gut. Ein 1A-Schleich-Tutorial hier. Aber ich liebe solche Sachen. Ich habe auch noch ein oder zwei Spiele. Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Pike, da, gehört wieder zu England. Ich muss darauf ankommen, wirklich zu schleichen. Gayenne gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz da, einfach. Der Topf. Ja, gut gesehen. Ich habe sie gesehen.
krochen aus dem Boden wie kleine Teufel. Und jetzt nach links. Sei vorsichtig. Du kennst die Befehle. Alles in Ordnung hier. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Ja. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Das wird zu viel. Gar nicht mal übel. Lärm machen was wir schön. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja? Wärst du so freundlich? Hier. Viel Spaß. Dankeschön. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Leise. Melli, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Ich kann aber nicht leise sein. Ich lasse das Zeug mal lieber liegen. Als wenn die wieder auf mich aufmerksam. Weder Brot noch Wein. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewinnen. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Aber ich bin noch ein ganzes Stück weiter hinter dir. Ich bin nicht so schnell. Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist diese Dreckskerle? Deine Schwester. Dreckskerle. Lieber halt mir so, dich. Oder Jungs? Nein, hey. Nein, bitte nicht. Die Kleine, freu die dich Kleine. Einfach, dass du noch lebst. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen. Und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Da hinten blinkt noch was. Achso, soll ich jetzt vorgehen, oder wie? Oh Gott. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Hugo, ich bin hier. Amicia! Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Ah, sehr gut. Machst du mir die bitte auf? Melli, übernimmst du? Ah, ja, die Werkbank kann ich nicht machen wegen der Schleuder. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Gucken wir auch sofort nach. Schade, können wir nichts mehr machen. Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Ja, macht doch nur jede Menge Lärm. Zum Glück sind sie beschäftigt. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Melli, das Schloss. Mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh, sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melli kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen.
Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden können wir jetzt gehen. Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Ein paar Männer rüber zum okay. Mit der Schleuder kann ich zwar umgehen, aber da oben ist nichts. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Aber da sind so viele. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Die Zelte! Durchsucht die Zelte! Aussperren! Teilt euch auf! Nicht die Zelte. Ja, Habt ihr es jetzt mit den Zelten? Kann ich jetzt dahin? Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Da komme ich gar nicht rum. Komme ich hier rum? Wahrscheinlich auch nicht. Schnell! Ich sehe Hilfe! Nein. Was habe ich da gerade gesehen? Hier! Schnell! Sie sind hier! Nein, 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 nein. Nein, mich triffst du nicht, mich triffst du nicht. Oh, fuck, 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 fuck. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder. Und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, okay. Dräng sie zurück! Oh, das die Mädchen und ihr Bruder! Was zum Teufel habt ihr getan? Bleib gar stehen! Nichts. Wir haben nichts getan! Oh, wieso machst du das nicht? Du hast doch die Steine drin. Oh. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Oh, die Inquisition? Und ihr was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts! Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Ja. Lasst uns abhauen! Vorwärts! Ich dulde kein Versagen! Hier geht's raus, schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Amicia! Die kriegen dich hör nicht! Hör auf, wegzulaufen! Gib uns Hugo! Ich komme ja! Sie kommen hoch! Jetzt läuft die Zeit davon! Hier! Ja. Schnell! Verschlossen! Scheiße! Oh, mach schneller, mach schneller, mach schneller! Alles klar! Weiter! Kaum zu glauben. Da sind ein paar. Schnell! Hey! Halt! Halt, habe ich gesagt! Alles klar. Weiter. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly! Komm schon, komm schon. Brech die Tür auf. Vorwärts! Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Soll ich das denn machen? Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Hä?
Also viele Steine habe ich gar nicht, Leute. Amicia, komm schnell! Eieiei. Da! Dort drüben! Stopp sie! Amicia? Arthur! Das war Arthur! Beeilen wir uns! Hier drüben! Los! Los! Aber ich hab doch keine Steine mehr!